Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Orga TV, der Sender im Internetformat. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Orga TV. Web 2.0 ist in aller Munde und die Übung zur Medienpraxis beschäftigt sich in diesem Semester mit diesem aktuellen Thema. Nachdem ihr ja letzte Woche schon von Ronald und seinem Team eine theoretische Einführung zum Thema Web 2.0 erhalten habt, wollen wir euch heute etwas über Web 2.0 und die Technologien erzählen. Wir, das ist die Gruppe 2 der ÖMP, das Team mit Miriam und Philipp in der Regie, Julia hinter der Kamera und mit mir. Wir haben euch 4 Beiträge zusammengestellt, die euch wie gesagt etwas über Web 2.0 und die Technologien erzählen sollen. Dazu veranstalten wir hier im Studio live ein kleines Duell und ich habe mir 2 Kandidaten eingeladen, den Uwe und den Mo. Hallo Uwe, hallo Mo, herzlich willkommen zum Studio, herzlich willkommen zum Duell und schön, dass ihr da seid. Hallo. Dankeschön. Ihr beiden tretet heute gegeneinander an, um nicht nur Ruhm und Ehre mit nach Hause zu nehmen, sondern auch um stolze Gewinner von 2 Freikarten für das CineStar in Saarbrücken zu einem Film eurer Wahl zu werden. An dieser Stelle herzlichen Dank an das CineStar in Saarbrücken, die uns diesen Preis gesponsert haben. Aber auch für euch zu Hause haben wir etwas vorbereitet, ein Gewinnspiel. Was ihr dabei gewinnen könnt, das seht ihr jetzt. Ihr könnt diesen gigageilen iPod Shuffle gewinnen. Er sieht wahnsinnig gut aus und nicht nur das, mit 1 GB Speicherplatz passen da 240 Songs drauf. Damit könnt ihr richtig lange joggen oder im Fitness rumhüpfen und wie gesagt, ihr seht klasse damit aus. Um diesen zu gewinnen, müsst ihr ganz einfach am Ende der Sendung nach den Beiträgen bei mir anrufen. Die Nummer wird später nochmal eingeblendet. So, jetzt habe ich euch den Mund besser gemacht. Seid ihr heiß? Ich freue mich drauf. Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Bevor es losgeht, kommt Felix mit den News.50 Jahre Handelsforschung an der Universität des Saarlandes. Das Institut für Handel und internationales Marketing unter der wissenschaftlichen Leitung von Professor Dr. Zentes feiert in diesem Jahr 50 Jahre Saarbrücker Handelsforschung. Aus diesem Anlass sind 2 Veranstaltungen geplant. Zum einen das Symposium Faszination Handel – 50 Jahre Saarbrücker Handelsforschung am 22. Juni von 9 bis 17 Uhr in der Aula der Universität des Saarlandes. Und zum anderen ist das HIMA vom 27. bis 29. Juni Gastgeber der EAERCG-Konferenz, zu der über 100 führende Handelsforscher aus Europa und Übersee erwartet werden. Ausstellung in der römischen Villa Borg – Kindheit in der Antike. Studierende der Geschichte und Alpengeschichte haben in einer fachdidaktischen Übung unter der Leitung von Christine van Hoof vom Institut für Alte Geschichte der Universität des Saarlandes eine Ausstellung zum Thema Kindheit in der Antike konzipiert, die nun in Zusammenarbeit mit der römischen Villa Borg realisiert wurde. Die Ausstellung dauert vom 15. Mai bis zum 24. Juni und ist dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Student Day. Im Rahmen der IMA-Tagung 2007, die in diesem Jahr vom Saarland Media Management Center veranstaltet wird, findet am 3.7.2007 ein Student Day statt. Im Rahmen dieses Tages werden 4 internationale Professoren in jeweils 30- bis 45-minütigen Mini-Vorlesungen einen Einblick in ihre Themen und ihren Weg des Lehrens von Medienmanagement-Inhalten geben. Die Veranstaltung findet am 3.7. von 14 bis 18 Uhr im Saal 105 statt und richtet sich an alle interessierten Studierenden der Universität des Saarlandes. Werfen wir noch unseren wöchentlichen Blick aufs Unikino-Programm. In der nächsten Woche können wir ein großes Star-Aufgebot erleben. Brad Pitt und Kate Blanchett brillieren in dem genialen Film Babel. Unbedingt anschauen! Soweit Felix mit den News. Vielen Dank dafür. Bevor wir gleich mit den Beiträgen loslegen, will ich euch ganz kurz die Spielregeln des Duells und des Gewinnspiels erklären. Kandidaten, aufgepasst! Es geht darum, wir werden jetzt gleich die 4 Beiträge nacheinander sehen. Ihr kennt diese Beiträge noch nicht, könnt diese aber hier live bei uns im Studio auf dem Monitor verfolgen. Nach jedem Beitrag stelle ich 5 Fragen zu diesem Beitrag. Wer denkt, dass er die richtige Antwort weiß, drückt bitte auf sein Quietschetierchen, bis das laut aufquietscht. Probiert mal aus. Super, vielen Dank. An dieser Stelle herzlichen Dank an die Firma Fressnapf am Heilberg, die uns mit diesem Hightech-Buzzer gesponsert hat. So, wer zuerst quietscht, darf zuerst antworten und wer die Antwort richtig hat, bekommt einen Punkt. Sollte die Antwort allerdings falsch ausfallen, gibt es einen Punkt Abzug, vorausgesetzt man hat Punkte auf dem Konto, und der andere Kandidat bekommt die Chance zu antworten und einen Punkt zu machen. Sollte dieser dann falsch antworten, gibt es keinen Punktabzug. Soweit verstanden?
Für euch zu Hause sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Natürlich müsst auch ihr vom ersten bis zum letzten Beitrag wahnsinnig gut aufpassen. Doch für euch haben wir keine Fragen. Für euch haben wir in den Beiträgen Buchstaben versteckt. Die Buchstaben der vier Beiträge aneinandergereiht ergeben nach diesen vier Beiträgen ein von uns gesuchtes Lösungswort. Und wenn ihr denkt, das zu wissen, könnt ihr nach den vier Beiträgen bei uns anrufen. Die Nummer dafür wird jetzt eingeblendet. Schreibt sie euch gut auf. Heute ist sie Gold wert. Ihr wisst, ihr könnt ein iPod Shuffle gewinnen. Für euch die Nummer 0681. 302 4942. Ich wiederhole sie nochmal für euch. 0681 302 4942. Bitte denkt dran, die Leitungen sind noch blockiert. Erst auf mein Zeichen werden sie geöffnet. Es macht also noch keinen Sinn, jetzt schon anzurufen. So, jetzt habe ich euch viel erklärt. Eigentlich ist ja alles ganz einfach. Ihr wisst, wie der Hase läuft und um was es heute hier geht, wollen wir starten. Bei uns macht den Anfang die Julia mit dem ersten Beitrag. Ihr Thema war das Berufsbild eines Weltadministrators. Ich war gerade an der Uni und ich habe mein Diplomzeugnis abgeholt. Ich kann es selbst kaum glauben, aber ich bin jetzt wirklich Diplom-Informatikerin. Da steht schwarz auf weiß. Wie? Bitte? Ach, was das hinten dran ist? Das ist da hinten dran? Das ist das Unikum-Heftchen. Das sieht immer an der Uni aus. Nehme ich mir mal mit. Das ist ganz interessant. Da freue ich mich jetzt auch schon richtig drauf, das zu lesen. Web 2.0 Internet besser Boom. Web 2.0 ist momentan das Thema schlechthin. Dabei ist das Web 2.0 im Grunde genommen nichts anderes als das Web 1.0. Die Begrifflichkeit AJAX, das Web 2.0, ist nichts anderes als JavaScript und XML von Web 1.0. Das Einzige, was neu und somit auch besser ist, ist die Anwendung und die Nutzung. Zum Beispiel wird durch AJAX gewährleistet, dass verlinkte Seiten nicht komplett neu geladen werden müssen. Dies vereinfacht natürlich die Nutzung und führt dazu, dass alles besser vernetzt ist. Das kann ich an einem Schaubild ganz gut verdeutlichen. Im Web 1.0 sind die User in einem vorgegebenen Raum vernetzt miteinander. Durch die leichtere Vernetzungsmöglichkeiten durch AJAX sind die User im Web 2.0 stärker miteinander vernetzt. Da kommt mir jetzt auch die Idee. Ich glaube, ich bewerbe mich als Webadministratorin. Dazu muss ich jetzt erstmal gucken, was da die Voraussetzungen sind. Ich gehe mal an den PC und werde mich informieren. Ich werde Ihnen gerade noch die Voraussetzungen nennen. Ich habe hier eine gute Seite gefunden. Fach- oder Hochschulstudium der Informatik oder vergleichbare Fachkenntnisse, zum Beispiel eine technische Ausbildung. Sehr gute Kenntnisse der Betriebssysteme Linux und Windows, Erfahrung im Web-Java-Umfeld, gute Kenntnisse der Skriptsprachen, zum Beispiel PHP, Perl und JavaScript, gute Kenntnisse im Bereich Datenbanken und SQL sowie XML und XSL. Ich denke, ich werde mich bewerben. Ich habe heute ein Vorstellungsgespräch als Webadministratorin. Drück mir die Daumen, dass es klappt. So, dann hätten wir die Fragen bezüglich Ihrer Bewerbung geklärt. Kommen wir zu Ihren Aufgaben. Als Webadministratorin werden Sie den Betrieb von Websites und Webservern und deren notwendige technische Infrastruktur konfigurieren und pflegen. Sie sind zuständig für das Extranet und für das Intranet. In Kürze möchten wir unser Intranet durch zusätzliche Systeme erweitern. Das heißt, zum einen soll jeder Terminkalender jeder Mitarbeiter einsehbar und abgleichbar sein. Zum anderen soll es ermöglicht werden, über das Intranet gemeinsam an Texten und Tabellen arbeiten zu können. Oh, die Dienste, die kenne ich schon, von Google Kalender und von Google Docs. Mit Google Kalender haben wir immer die Freundinnen an der Uni die Termine abgeglichen und mit Google Docs haben wir immer gemeinsam an Fallstudien gearbeitet. Ich denke, es ist für mich ein leichtes, diese Funktionen Ihrem Unternehmen anzupassen und zu implementieren. Das ist schön. Dann wissen Sie ja, was Sie erwartet. Ich habe den Job. Vielen Dank, Julia, für deinen tollen Beitrag. Wir haben etwas über das Berufsbild des Webadministrators gesehen, über die Voraussetzungen und über den Aufgabenbereich in einem Unternehmen. Haben das unsere Kandidaten auch gesehen? Wir haben es gesehen. Ich bin gespannt. Damit kommen wir also direkt zur ersten Duellrunde im Studio und zu den ersten Fragen. Uwe und Mo, seid ihr bereit? Ja. Gehen eure Quietschetierchen. So, erste Frage.
Welchen Titel hat die Studentin durch den Abschluss ihres Studiums erworben? Uwe. Diplom-Informatikerin. Richtig, Uwe, das gibt einen Punkt für dich. Du gehst damit in Führung 1-0. Zweite Frage. Welche Technologie wird im Beitrag näher beschrieben? Web.2 Technologie. Mo? Web.2 Technologie. Nennst du mir sie beim Namen? Sonst muss ich die Frage leider an den Uwe weitergeben. Uwe, du kannst es antworten, dein Punktbestand passiert nichts. Die Zeit läuft. Achso, ich darf was sagen? Du darfst es raus. Ajax. Das ist richtig. Ach, das ist zwei Punkte, ein zweiter Punkt für dich. Herzlichen Glückwunsch. Als was bewirbt sie sich denn mit ihrem Abschluss? Uwe? Systemadministratorin. Oder Webadministratorin, das ist auch richtig. 3-0 für den Uwe. Wir haben noch zwei Fragen in der ersten Runde. Für was wird denn die Studentin in ihrem neuen Job zuständig sein? Mo? Internet und Extranet. Das ist richtig. Damit hast du einen Punkt. Du holst auf, nur noch 1-3 aus deiner Sicht. Und die letzte Frage für diese Runde. Was will denn die Firma mit Hilfe der Web 2.0 Anwendungen machen? Okay, die Antwort ganz einfach, keine Punkte für euch in diesem Fall. Die Antwort ist ganz einfach, sie möchte Terminkalender abgleichen und möchte ermöglichen, dass die Mitarbeiter gleichzeitig an Tabellen und Texten arbeiten können. Super, sie hat den Job, ihr habt die ersten Punkte, unsere Kandidaten sind bedient. Wie sieht es bei euch zu Hause aus? Habt ihr den ersten Lösungsbuchstaben auch gut notiert? Ich bin gespannt auf eure Antworten am Ende der Sendung. Hier nochmal ganz kurz die Nummer, die 0681 302 4942. Bringt aber noch nichts anzurufen, wie gesagt, die Leitungen sind noch nicht frei. So, dann kommen wir also nun zum nächsten Beitrag. Das heißt, wieder viel Spaß und gut aufgepasst. Der zweite Beitrag stammt von der Miriam und sie gibt euch in einem Interview einen Überblick über Web 2.0 Technologien. Hallo liebe Orga-TV-Zuschauer, ich stehe hier vor dem Multimedia-Internetpark in Zweibrücken. Hier befinden sich die Geschäftsräume der Firma Key Systems. Key Systems ist ein Registrar für internationale Domainnamen wie .com, .net, .org. Zurzeit verwaltet Key Systems ca. 1,5 Millionen Domains für Kunden aus über 90 Ländern. Hier haben wir ein Gespräch mit Herrn Reitnauer, der bei der Firma Key Systems als Director Business Development tätig ist. Er wird uns einen Überblick über die Technologien des Web 2.0 geben. Hallo liebe Orga-TV-Zuschauer, mir gegenüber sitzt jetzt Herr Reitnauer von Key Systems. Herr Reitnauer wird uns jetzt einige Fragen zu dem Thema Web 2.0 Technologien beantworten. Hallo Herr Reitnauer. Ja, hallo Frau Woll. Herr Reitnauer, unter den Web 2.0 Technologien ordnet man ja zum Beispiel auch Ajax ein. Können Sie uns erklären, was Ajax ist und wie man es anwendet? Ajax steht für Asynchronous JavaScript and XML. Es ist eine Kombination verschiedener Technologien, eigentlich schon lange existierender Technologien, die jetzt aber unter diesem Begriff Ajax nochmal neue Anwendungen gefunden haben und auch in den Internetseiten eingebaut werden. Es macht die Kommunikation mit dem System einfacher. Die Nutzer haben es einfacher, Formulardaten einzugeben. Es wird direkt verarbeitet zum Beispiel. Und die Interaktion ist einfach besser. Zu den Web 2.0 Technologien gehört auch RSS, bedeutet ja wirklich einfache Verbreitung. Wieso einfach? Ja, einfach ganz einfach deshalb. Die Nachrichten oder neuen Themen einer Seite können in einem sogenannten RSS-Feed verbreitet werden. Der Nutzer abonniert diesen Nachrichtenfeed und erhält so immer die allerneuesten Nachrichten, kann damit auch dann dies auf seine eigene Webseite einbinden oder auch auf mobilen Endgeräten abonnieren und bleibt somit immer auf dem neuesten Stand. Sogenannte Weblogs gehören ja auch zu den Web 2.0 Technologien. Sie selbst führen auch einen Weblog. Können Sie uns kurz erklären, was ein Weblog ist und warum Sie selbst auch einen haben? Ja, also ein Weblog ist eigentlich ein Internet-Tagebuch. Früher wurde das nur persönlich genutzt. Heute findet das auch kommerziell Verbreitung, dass zum Beispiel Firmen über aktuelle Entwicklungen berichten und so weiter. Ich persönlich führe einen Weblog einfach, um mit der Außenwelt zu kommunizieren, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, die über alle Welt verstreut sind. Auf die Frage, ob der normale Nutzer sich bewusst ist, dass er spezielle Web 2.0 Technologien nutzt, meint Herr Reitnauer? Nein, also das ist er sich nicht bewusst. Es ist ja eigentlich nur eine Ergänzung zu einer bestehenden Technologie. Es macht das Ganze einfacher, anwenderfreundlicher. Und das sogenannte Mitmach-Web, wie es jetzt aktuell ist, kann dadurch einfach besser gestaltet werden. Und das meinen die Nutzer? Nee, Ajax habe ich noch nie gehört, sorry. RSS? Nee, sagt mir nichts.
Weblog sind, glaube ich, irgendwelche Dateien, die man sich aus dem Internet runterladen kann. RSS sagt mir leider auch nichts. Vielen Dank, Miriam, für deinen tollen Beitrag. Wir haben in dem Interview etwas über Web 2.0 Technologien erfahren und auch gesehen, wie der Interviewte im Privatbereich eine Web 2.0 Technologie benutzt. Haben das auch die Kandidaten gesehen? Wir haben uns ein paar Fragen ausgedacht. Ihr seid hoffentlich bereit. Hier kommen eure Fragen. Frage Nummer 1. Was bedeutet Ajax? Asynchrones JavaScript und XML. Richtig, das ist richtig. Damit bekommst du deinen vierten Punkt. Neuer Spielstand 4:1. Mo, leg dich ein bisschen ins Zeug. Was bedeutet, ich hoffe, du hast gut zugehört, RSS auf Deutsch? Die Abkürzung. Die Abkürzung RSS ins Deutsch übersetzt. Uhr läuft. Leider keine Punkte in dieser Runde für euch beide. RSS heißt Real Simple Syndication und bedeutet ins Deutsche übersetzt wirklich einfache Verbreitung. Nächste Frage. Was ist dein Weblog? Oh. Internet-Tagebuch. Richtig, Juwel im Studio 2. Hier verkürzt der Mo den Abstand. Sehr gut. Vierte Frage. Ist sich denn der normale Nutzer laut Aussagen des Interviewten bewusst, dass er spezielle Web 2.0 Technologien nutzt? Nein. Nein. Hey, ich war Erster. Der Uwe hat ordentlich viel früher gedrückt. 5:2 für den Uwe. So, letzte Frage für diesen Beitrag. Als was wird denn das Web 2.0 am Ende der Sendung beschrieben? Fängt mit M an. Leider kein Mo. Achso, nee, ist das zu recht. Ich habe schon vorab gewonnen. Kein Punkt. Klicks wird als Mitmach-Rap bezahlt. Somit ist der neue Spielstand bei uns 5:2 für den Uwe. Der Uwe liegt vorne. Es ist aber noch nichts entschieden. Wir spielen ja noch 2 Runden. Für euch zu Hause heißt es auch weiterhin gut aufpassen. Wir vergeben noch 2 Buchstaben. Damit kommen wir zum dritten Beitrag. Jetzt heißt es nicht nur gut hinsehen. Quatsch, nicht nur gut zuhören, sondern auch gut hinsehen. Der nächste Beitrag ist eine Animation von Philipp und er hat sich mit Vertretern von Web 2.0 und den dahinterstehenden Technologien befasst. Thank you.
Philipp, für deinen tollen Beitrag. Tolles Statement, Web 2.0 verbindet Menschen. Wir haben etwas über Weblog und Broadcast-Dienste gesehen, etwas über Server kennengelernt und auch gesehen, dass das Web 2.0 Menschen verbindet. Welche Antworten meine Kandidaten mit meinen nächsten Fragen verbinden, sehen wir jetzt. Ich gebe zu, die Fragen sind ein bisschen schwieriger jetzt. Von daher starten wir doch direkt los. Los geht's. Seid ihr bereit? Ja. Für was steht im Begriff LAMP? Mo? LAMP. Für was steht in diesem Begriff? Soll ich die Frage noch zu Ende stellen? Ach so. Aber ich mach's noch. Für was steht im Begriff LAMP das L? Linux. Was ist das? Nee, ich hab da gedrückt. Du hast es doch. Nee, Uwe. Uwe, ein Punkt für dich, damit steht 6 zu 2 für dich. Frage Nummer 2. Welche Sprachen nutzt ein Weblog wie WordPress? MySQL. Leider, ist die Daten dazu. Mo, schnell. Achso, ich bin noch dran. Welche Sprache? Ja, Skriptsprachen. Skriptsprachen. Das ist HTML und XML. XML. Okay, ja. Wir bereiten auf die nächste Frage vor. Was für ein Dienst ist YouTube? Broadcasting. 4 zu 5. Dann, welche Technologien verwendet YouTube? Es ist Flash Video und Adobe Flash Media Server spielt das ab. Und dann die letzte Frage. Die Grundlage ist ein Live-DVD. Als was ist der konfiguriert oder optimiert? Was denn? Weiß, kannst du nochmal die Frage stellen? Sehr schön. Die Grundlage für YouTube zum Beispiel ist ein Webserver, ja, wie ein Live-DVD. Und die Frage ist, auf was ist der optimiert? Die Antwort lautet, optimiert für viele parallele Connections sozusagen. Okay, Punktstand 5 zu 4 für den Uwe. Es ist weiterhin spannend. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt auch schon alle Lösungsbuchstaben. Kommen wir also zum nächsten Beitrag. Ich habe mir Gedanken gemacht, was sind die Voraussetzungen, um Web 2.0 nutzen zu können und was sind die Vor- und Nachteile dabei. Im Institut für Wirtschaftsinformatik am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gehen wir den Fragen nach, welche technischen Voraussetzungen zu erfüllen sind, um Web 2.0 nutzen zu können. Ebenfalls wollen wir mehr über die Vor- und Nachteile für die Nutzer aus technischer Sicht in Erfahrung bringen. Unseren Fragen stellt sich der wissenschaftliche Leiter des Instituts für Wirtschaftsinformatik, Professor Dr. Peter Loos. Unter seiner Leitung wird neben den Lehrtätigkeiten im Fach Wirtschaftsinformatik auch die Erforschung zukünftiger Bildungsformen durch neue Technologien wie Internet und Virtual Reality vorangetrieben. Herr Professor Loos, gibt es technische Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um Web 2.0 nutzen zu können? Und wenn ja, welche sind diese? Da schauen wir mal in Web 2.0-Anwendungen ist, dass man keine besonderen Voraussetzungen benötigt. Es reicht also ein moderner, leistungsfähiger PC mit Breitbandanschluss. Man braucht als Software einen Webbrowser und gegebenenfalls noch zusätzliche Plugins, die aber kostenfrei im Internet verfügbar sind. Gegebenenfalls braucht man auch noch eine zusätzliche Hardware in Form von einer Webkamera. Welche Vorteile lassen sich hierbei für den Nutzer identifizieren? Im Web 2.0 wird der User vom passiven Nutzer und Konsument zum Akteur. Das heißt, der User kann Inhalte in das Internet selbst einstellen und er kann sich mit anderen Benutzern vernetzen und spricht in dem Zusammenhang ja auch von Social Software. Denken Sie beispielsweise bei dem Einstellen von Inhalten an die Form wie Wikipedia, in dem neues Wissen generiert wird, oder an die Form des Social Bookmarkings, bei dem Wissen vernetzt wird. Können Sie auch Probleme erkennen, die mit der Web 2.0-Technologie einhergehen? Durchaus. So muss der Anwender im Web 2.0 eine neue Medienkompetenz entwickeln. Er muss sich fragen, wo die anonym eingestellten Informationen herkommen. Das ist also eine Frage des Vertrauens. Er muss also die Informationen kritisch reflektieren. Des Weiteren muss der Benutzer darüber im Klaren sein, dass er digitale Spuren hinterlässt und einmal eingestellte Informationen über sich kaum noch kontrollieren kann. Herr Professor Loos, herzlichen Dank dafür, dass Sie uns und unseren Zuschauern mit Ihren Antworten weitergeholfen haben. Gerne.
Soweit die technischen Voraussetzungen, um Web 2.0 nutzen zu können und ein bisschen was zu den Vor- und Nachteilen. Ihr zu Hause könnt euch jetzt schon mal bereit machen, nachdem ihr wahrscheinlich alle vier Lösungsbuchstaben habt, und euch vorbereiten, hier anzurufen. Die Nummer nochmal 0681 302 4942. Um euch nicht länger zu quälen, haben wir uns überlegt, noch zwei Fragen zu stellen. Beim Punktestand von 5 zu 4 ist das überhaupt kein Problem. Somit hat jeder noch die Chance zu gewinnen. Hier kommen eure Fragen. Nennt mir für das Web 2.0 eine wichtige technische Voraussetzung. Uwe? Breitbandanschluss. Ein Breitbandanschluss. Uwe, herzlichen Glückwunsch. 6 zu 4 Punkte. Achso, ist schon vorbei jetzt. Dann bist du theoretisch schon der Gewinner. Eine Frage stelle ich noch. Wir machen aber doch das. Wie ändert sich denn die Rolle des Nutzers durch die Web 2.0 Technologie? Ich will über. Mo, nicht aufgeben. Du hast uns eh verloren. Gut, okay. Beenden wir das Duell hiermit. Herzlichen Dank, Uwe. Herzlichen Dank, Mo, dass ihr hier wart. Wir haben einen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Ein Uwe ist der glückliche Gewinner von zwei tollen Karten. Freikarten für einen Film deiner Wahl. Im Sinne deiner Zerbrücken. Ich gebe es dir einfach schon im Kuvert. Super. Die Dankeschön. Also ich habe es dir geschenkt, sagen wir so. So, das war die vierte und letzte spannende Runde unseres Duells hier im Studio. Kommen wir jetzt zu euch. Wenn ich ein Zeichen gebe, wird innerhalb von 10 Sekunden die Leitung im Studio freigeschaltet. Ich hoffe, ihr habt alle Lösungsbuchstaben notiert. Hier ist nochmal die Nummer für euch. 0681 302 4942. Innerhalb der nächsten Sekunden, 10 Sekunden ab jetzt, werden die Leitungen freigeschaltet. Also bin ich schon gespannt, wer hier ins Studio durchkommt, wer wird unser Anrufer sein, wer kennt das richtige Lösungswort. Seid ihr auch schon gespannt? Ich bin sehr gespannt. Ja. Okay. Ich wollte das Handy mit in die Sendung bringen und selbst anrufen. Ja, genau. Da haben wir natürlich auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber das ist ja klar. Ihr habt schon Kinokarten. Preise gibt es nicht. Sehr gut. Uwe, falls du natürlich auch nicht weißt, wie du sonst noch filmen kannst, ich komme da natürlich auch gerne mit. So, jetzt bin ich ja gespannt, wer hier gleich anruft. Lasst die Tasten glühen. Es gibt diesen wunderbaren iPod Shuffle mit 1 Gigabyte zu gewinnen. Okay. So. Ansonsten machen wir es aus. Ansonsten dürft ihr mit nach Hause nehmen, dann muss ich euch aber noch die letzten Fragen stellen und die werden dann richtig schwer, Jungs. Dann gibt es hier nichts mehr zu lachen. Nee, danke wenig. Okay. So. Wieso ruft jemand an? Vielleicht kommen sie nicht durch. Vielleicht ist auch schon jemand durchgekommen und steckt noch ein bisschen in der Regie fest. Schließlich nehmen wir ja erstmal das Lösungswort auf. Seht ihr, da kommt schon der erste Anrufer. So. Orga TV Studio, hier ist die Live-Sendung, mein Name ist Veit, wer bist du? Hier ist Isabel. Hallo Isabel, grüß dich, von wo aus rufst du an? Von Homburg. Von Homburg, Isabel, es freut mich, dass wir auch internationale Zuschauer in unserer Sendung begrüßen können. Isabel, wie lautet denn das Lösungswort? Netz. Netz ist richtig, Isabel, herzlichen Glückwunsch, das Studio steht gut. Exklusiv den iPod Shuffle gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Glückwunsch. Ich denke, du warst schon in der Regie. Wir werden uns mit dir wieder in Verbindung setzen und dann klären wir ab, wie du zu deinem iPod kommst. Ja, in Ordnung. Herzlichen Dank dafür. Auf Wiederhören. Tschüss. Danke. So, herzlichen Dank euch beiden, dass ihr bei mir im Studio wart. Wir haben einen glücklich gemacht, zumindest eine Anruferin glücklich gemacht. Ich hoffe, wir konnten auch euch mit unserem Konzept glücklich machen. Wir haben euch etwas über Web 2.0 und die Technologien erzählt. Die beiden nachfolgenden Sendungen in den nächsten Wochen handeln dann von der Anwendung im privaten und auch beruflichen Bereich. Nächste Woche begrüßt euch Stefan im Namen der Gruppe 3 an dieser Stelle. Und wir bedanken uns bei euch jetzt ganz herzlich fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mittwoch. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke, Mo.